Wunderschön. Guten Morgen. Herzlich willkommen zurück zu Battle Brothers. Auf meinem Kanal, meinem Stream, auf YouTube. Alle da. Herzlich willkommen. Es ist pausiert. Sehr gut, dann kann ich nämlich was trinken. Oder vielleicht auch lieber nicht, weil der Tee heiß ist. Hallo. So, es ist mir übrigens noch eingefallen, ein paar Sachen. Also erstmal, wir haben noch gar keinen Ricky, glaube ich, ne? Und der macht inzwischen sogar ab und zu Damage. Weil er hat den Backstabber-Perk hat, hittet er sogar ab und zu was, obwohl er 50 Belize gehört. Und eigentlich irgendwann mal Frontliner werden soll. Müssten wir eigentlich irgendwie mal tauschen? Mit ihm vielleicht? Wäre inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen. Wenn es hat mit 11. Aber er hätte halt einen 63er Hit-Chance. Das ist, glaube ich, das Geile. Und wenig Fatigue. Ich glaube, der hat auch wenig Fatigue, weil er hat ja nichts anderes gebraucht. Suboptimal. Moment. Ach, hier ist Code. Ich wollte gerade sagen, huf, wo hab ich denn meinen Code hingeworfen? Der hat ja gar kein Schild mehr. Hier, Schild. Let's go shield that shit. Genau. Worauf wir immer noch warten, ist ein Event der Kultisten, das wir noch nicht bekommen haben. Bin mir nicht ganz sicher, warum wir das nicht bekommen haben, aber wir haben es nicht. Und das hier wollten wir Hunter mit Terrors. Wir sind aber nicht auf voller Stärke, ne? 860 und wir haben zwei heftig angeschlagene. Und das sind normalerweise Spinnen oder Wölfe. Oder, ne, Nachtzehrer. Spinnenwölfe oder Nachtzehrer. Das Gefühl 860 ist gerade ein bisschen heftig. Auch wenn die inzwischen getreated sind, will heal by tomorrow. Das nicht. Aber du hast dann auch noch ein bisschen HP-Problematik. HP-Problematik. Ich glaube, ich würde gerne mal hier nach Krummhorn gehen und warten. Ist noch am. Mir nicht so optimal, so und so essen. Essen ist ein Problem. Das andere ist okay. Wir brauchen echt viel Essen inzwischen. Holy fuck. 100 Wert. Oh, gib mir. Ein Essen? Auch 100 Wert. Voll. Ja, gönnen wir uns doch ein bisschen was. Will ich einen Kultisten? Ne. Und noch ein Gravedigger. Ravana 620 und 10 pro Kopf. Wolfenburg. Eine Wolfenburg? Ja, Wolfenburg. Aha, gut, machen wir. Ja, nimm an. Das hört sich nicht ganz gut an. Das sollte auch nicht ganz so hart schwierig sein. Du bist noch nicht geheilt komplett. Apparently Basket crosses path with your company. She gestures toward the goods, a pile of chopped firewood. If you want some firewood, eh? Best stay clear of where I got it. You ask what she means. She grins all whaley-like. A shroud in the forest watched me do it. Gave me propu permission to warm myself with this here tinder. Didn't give my uncle permission. It tore my uncle in half and hung his flesh. Perhaps ornamental value, you know? Okay, es gibt Schrats in den Wäldern, wahrscheinlich dann hier in dem Gebiet. Da könnte man jetzt Schrats jagen gehen, aber ich weiß gar nicht, was eine gute Taktik gegen Schrats ist. Ich glaube auf jeden Fall, die haben immer ein Schild tatsächlich. Das ist eine der wenigen wilden Bestien, die geschildert sind. Wahrscheinlich mit Äxten viel. Und Overwhelm ist, glaube ich, sehr, sehr gut gegen sie. Dann treffen sie nämlich unfassbar schlecht. Also bei Essen gekauft und wir kriegen jetzt gerade Essen von der Karawane. Ein Goblin Raider. Ja, guck mal. Aber die kommen auch nicht. Null. Die haben die gegen die Karawane verloren. Also, Goblin Raider gegen die Karawane verloren haben. The fuck?
What the hell? Ich bezahle aber wenig dafür. 10,20 Gewinn pro Bums. Das ist ja unangenehm. Ansonsten könnten wir hier Hunde kaufen und einen Weaponsmith. Ein Weaponsmith. Haben wir noch ein Arming Sword? Weil gar nicht so teuer ist. Ein besseres Cleaver? Ja. Oder bessere. Noch einen besseren. Hier, den da könnte man mitnehmen, aber sehr viel Geld, was wir jetzt ausgeben für Waffen. Oder halt den Stufe 3 Polearm Billhook. Wobei ich den zum Ranziehen halt nie benutze. Das ist, glaube ich, Wegstoßen-Variante geiler, was ich mit ihm habe. Aber er geht halt 140% Effektivität gegen Rüstung. Das ist schon das Heftige. Hat den gleichen Fatigue-Wert. Macht. Aber dafür weniger Base Damage. Also niedriger. Ja, kann höher rollen, aber auch niedriger rollen. Fighting Axe können wir uns nicht leisten. Nee. Also wir sollten aber halt das hier verkaufen und das wahrscheinlich auch. Weil das jetzt relativ schnell fällt. Gucken wir aber die Bernsteine anders noch loswerden. 270 fand ich ein bisschen niedrig. Auch wenn es schnell wieder kaufen gewesen wäre. Achso, wir haben keinen Ricky, das wollte ich übrigens vorhin sagen. Ja, du bist jetzt Ricky. Glaube ich. Deko, Wollmar, Xeli, Xan, Kunibert, Nyushka, Sono, S. Sono geht's inzwischen, Sono geht's wieder besser. Der ist auch wieder voll geheilt. Auch voll geheilt, we are back to full strength. Du hast nur einen 55er. Dann so. Würde ich sagen. Können wir das so machen? Wir müssen die Waffen halbwegs gleichmäßig verteilen. Waffentypen. Damit ich halt auf beiden Flanken die Option habe, Schilde zu splitten, zu spearwallen und zu cleaven vor allen Dingen, dass die bluten und sowas. Okay, und die kann nicht mal in Kampf. Das ist ein bisschen sad. Das ist ein bisschen sehr sad. The Cultist is now drunk. Okay, jetzt wird nicht viel besser, ne? Wird einfach nicht besser. Das ist aber hier günstig. Was haben wir sonst noch? Ein Armorer. Könnten wir uns mal 130er Rüstung kaufen. Oder sogar 150er Rüstung. Die aber direkt. Also die kostet direkt 50% mehr, ne? Und die ist auch 50% mehr wert. 140er. Es ist schon hart. Haben wir überhaupt Leute, die so viel Fatigue haben? Ben hat schon ziemlich viel Fatigue mit 78. Könnte, denke ich. Der hat jetzt minus 9, das wird glaube ich auf minus 14 gehen. Ja, also 5 mehr. Könnte schon. Hier wird es schwierig. Ja, wird knapp. Müssen Fatigue halt leveln, weil Vollmer wird es noch gehen. Bei Sono wird es auf jeden Fall gehen, weil er schon auf minus 9 ist. Ja. Da bin ich in meiner 130er Rüstung. Halte ich für was Sinnvolles. Für eine sinnvolle Investition. Sono. Dann kannst du nämlich. Dann haben wir nicht noch einen Kultisten. Bei dem Kultisten. Na, du hast schon Kultisten gewarnt. Du bist kein Kultist. Ein Kultist. Ah. Dann haben wir doch aber hier einen Grave Robber, der kann eher so eine Kultisten-Lederrobe tragen, würde ich sagen. Haben wir noch einen 55er übrig. Was doch. Ja, es ist ein bisschen besser als 55. Haben wir eine 50er übrig. Hier haben wir natürlich nichts, was wir kaufen könnten. Nichts Spannendes sonst hier. Knut. Houndmaster. Ich bin mir nicht sicher, was der Houndmaster einbringt. Kriegt man dann einfach for free Hunde?
So, gesoffen haben wir. Nach Mordor will ich wahrscheinlich nicht. Deswegen gehen wir nach Suderbusch. Sollten wir, glaube ich, am gleichen Tag noch ankommen. Und mein Tee soll jetzt trinkbar sein. Mein schöner Sonntags-Ostfriesentee. Geil. So, hier haben wir einen Auftrag. Hier, wir haben einen Wildman. 640 plus 160. Wir sind bei voller Strength, dann hunten wir mal down, what terrorizes. 12 Webknechts. Wir sind jetzt im Scheiße, wir sind im blöden Dingens im Wald. Hätte nicht im Wald sein wollen, glaube ich. Flop, 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 flop. Ist noch eins nach oben, wenn ich hier attacken will, aber eigentlich will ich warten, bis potenziell die anderen dran waren. Du solltest das da oben halten, denke ich. Deswegen werden wir alles nach oben move und Schritt. Du wirst hier verteidigen, deswegen gehst du nochmal eins nach vorne. Du machst den. Du machst den. Du machst den. Jetzt einfach mit da rein, würde ich sagen, erstmal. Und Ricky Move da rein. Bade. Sehr schön. Frage ist, von wo kommen jetzt mehr? Ich würde sagen, Sono macht mal hier Flankendeckung. Bade. Oh, keine AP mehr dafür. Ja. So. So. Noch ein weiter darf ich nicht. Von daher warten wir es einfach ab. Ja, okay, das ist natürlich doof. Der wird doch nicht nach vorne steppen dürfen, weil der hat den eh nicht getroffen. Der hat den eh nicht getroffen. Und 13 gegen uns. Wir sollten relativ schnell welche töten. Muss jetzt mal auch den. Frei mal bitte, danke. Halten wir mal den auf, befreit den mal. Ach, come on. Sehr geil. Schade. Sehr schön. Wieder gekillt. Wieder halt mit 13. Gerade oben müssen wir halt irgendwie aufhalten. Mit zwei Leuten gerade. Gehen komplett außen rum. Wollen nicht gegen den Highground fighten, die Schweine. Du kannst hier hingehen und dem helfen. Kann nicht mehr angreifen, ist dann halt so bei Xeli. Aber macht ja trotzdem Work. Aggressiver spielen hier. Wir haben noch einen Hund, lul. Ich habe das Gefühl, die stirbt und daher helfe ich mal damit. Sehr schön, danke. Sehr gut. Das ist schlecht. Hilf mal deinem Buddy. Sehr gut. Das ist alles optimal, oder das nicht. Aber da war sehr, sehr viel Gutes dabei. Einzelne Spinnen sind zum Glück relativ ungefährlich. Und Spinnen, die relativ viel laufen müssen, sind auch relativ ungefährlich. Befreien. Decken. Sehr geil. Mal in die Richtung. Befreien. Du darfst nicht mehr attacken. Dann gehen wir da hoch. Für die Zukunft.
Oh, da war noch eine Spinne im Nahkampf. Lul, hab ich völlig verpeilt. Du hilfst da in die Richtung mit. Gut. So, immer noch 8. Und davon sehen wir gerade ganze 4. Wahrscheinlich sind davon noch 3 bis 4 Eier, also immer sehr gut im grünen Bereich, denke ich. Schritt machen und dann peitsch peitsch. Schade. Schade. Mit 2 Schritte machen dürfen wir nicht mehr attacken. Nehmen wir den. Hallo. Guten Tag. Da ist Ricky schon mal, glaube ich, jetzt ganz gut dabei. Um unseren Banner. Schade. Schade. Ja, wir können die Eier suchen gehen. Habe ich so das Gefühl, das Game ist over. It's over, guys. Ja, wir sagen einfach, it's over. Nice. Hätten die wahrscheinlich eh nicht mehr gekriegt, die Eier, rechtzeitig. Das war entspannt. Und ein Level Up für unseren Bedlock. Oh, mal plus 2, vorher die plus 3. Die Resolve, ob ich die jemals fixen werde. Ich glaube, ich gebe mir eher lieber plus 4 hier. Ich glaube, ich gebe mir lieber plus 4. Und Gifted werden wir auch nochmal brauchen, auf ihm wahrscheinlich. 3 plus 3, nice, dann soll aber richtig gut treffen. Plus 4. Go. So, the Bush has no longer disappearing villages and immer noch nur den Wild Man. Aber jetzt für 318. Guck mal, das ist doch mal ein besserer Preis. Dann geben wir euch das. Generell 18er Verkaufspreis, was gerade voll in Ordnung wäre. Essen ist ein bisschen doof, dann gibt man mal noch ein bisschen Futter her. In 3 Tage, danke. Ja. Taxi der Mist, wir könnten Gegengift herstellen. Das ist wahrscheinlich smart, das Zeug herumzuschleppen. Wenn wir ein bisschen Gegengift haben. Ja, dann. Sonnen wäre es halt das nächste, ne? Oder wir gehen halt direkt nach Weißen Schacht. Mal sehen, wie schnell wir da hinkommen. Nach Weißen Schacht. Die Rote Legion. Mit einem Ork-Banner. Irgendwie wenig rot, die Legion. In meinem Gefühl. Da wir das für Tag 37 haben, haben wir echt bis jetzt wenig Kultisteninteraktionen. Was ich ein bisschen schade finde, weil die sind eigentlich unsere Competent 900 haben wir, okay. Die Ready Troops Perk sollten wir als nächstes Level abkriegen. Dort Knopf, da wollte ich hin. Abducted Children, Terrifying Nightmares. Das ist natürlich doppelt ungünstig. Gut an den Terrifying Nightmares ist, dass wir keine Rangies haben. Glaube ich. Wie viel? 800? Stay on Reisenschaft, Protect Reinhardt of the Reisenschaft First. Okay, das ist ein Hexen-Contract. Ich würde gerne die Hexe versuchen, aber wir haben echt niedrige Resolve. Also es kann durchaus sein, dass sie jedes Mal jemanden umdreht, was echt anstrengend dann ist. Von daher, let's go. Ein ganzer Tag. Ein ganzer Tag wasted damit. Fletcher interessiert uns, glaube ich, nicht allzu sehr.
Hier gibt es das Noble Sword, das quasi das T4-Schwert ist. Eine Long Axe. Ist auch ganz geil zum Disarmen auf Reichweite. Oh, und einen geilen Cleaver. Und einen besseren Speer. Glaube ich noch jemanden, der noch einen Shit-Speer hat, ne? Da ist noch ein Shit-Speer im Einsatz. Das war's. Das ist der einzige mit Shit-Speer. Der Nyushka. Wollen wir dann einen guten Speer kaufen? Komm, wir kaufen mal den Nyushka einen guten Speer. Weil die Leute auch ordentlich sterben. Sonst die Verkaufspreise gerade auf 12, also mehr nichts verkaufen. Keine Kultisten. Camp that shit. Dann verwasten wir hier nur ein bisschen den ganzen Tag, ne? Oh ne, da kommt's. In Unhold und eine Hexe? Alter, come on. Warum denn in Unhold? Das ist fast nicht playable gegen den Unhold, auch mit so einer Übermacht nicht. Weil er ja immer AOE-Attacks hat. Ach. Ja, und sie hat die übelste Range. Oh, das hat er nicht geschafft. Ricky hat sich dagegen gewehrt. Achso, das ist der blöde Typ. Und erstmal irgendwie. Fuck, da kommen wir nicht mal hoch. Wir müssen das Feld breit machen. Wir haben halt wenig Rüstung bis jetzt. Das ist echt blöd. Und hier kommen wir gar nicht hoch. Hier ist einfach. Hier ist einfach Sense. Okay. Wenn ihr dahin geht, machen wir das so. Du gehst mal weg. Das ist mir sehr, wenn er dann nur einmal hinpieksen darf. Die Frage ist, auf wen er pieksen wird. Hab ich eine Rüstung? Nicht wirklich, aber ich habe 38 Midi Defense. Wahrscheinlich werde ich das hier nehmen müssen. Ich hoffe, der Hund geht ja auf sie, genau. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr gut, das sind aber zwei Runden, glaube ich, die der Dinge tut. So, Sono und ich, wir machen ja mal hier den Unhold-Verteidigung aktuell. Und wahrscheinlich am besten da auch noch. Wer war das jetzt? Der gute Zweite. Ja. Mal sehen. So. Ist halt vor der Hexe dran, das ist ganz geil. Waren sie 20% Chance? Ne, dann laufe ich einfach. Wer ist dran? Also. Der geht schon nicht mehr so gut. Würde ich mal behaupten. Ja, das ist wieder normal. Sehr gut. Kann er nicht attacken mit dir. Deswegen stell mal, wobei du hättest lieber den Unhold nehmen sollen. Der ist ungünstig. Das ist doppelt ungünstig. Das kann sie nämlich nicht mehr attacken. Und der heilt sich aber immer wieder hoch. Das ist das Problem. Ihr müsst eigentlich mit einem Fokus auf ihn gehen. Ich hoffe, mit dem. Ihr müsst die doch hier hinten platt kriegen. Achso, Moment. Der ist im Melee. Ihr müsst hier mithelfen kommen. Aua. Das war ein ekliger Hit. Der Hund ist ein Problem. Der Hund hat gerade Xeli gekillt. Einen meiner Kultisten. Ach Mann. Kann der Hund nicht einsetzen. Der hat zwar ganz gut gemacht, aber dann killt er sie halt einfach. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht meine Kultisten verlieren im Kultistenrun. Das ist ja kein Kultistenrun mehr. So. Auch wenn das ansonsten ganz okay lief bis dahin. Ja, du wartest mal kurz.
Nicht so smart zu warten, weil der muss ich zu mir rausschieben. Komm mal ab. Weg. Dann noch du dran. Kann sich der Rest bewegen. Kann dich sogar auch noch wegschieben. Kann ich das so machen, würde er hoffentlich nicht hitten. Wie gesagt, weil Höhennachteil und so, ne? Würde er hoffentlich nicht hitten allzu sehr. Wenn schon mal da hoch. Okay. Du gehst mal hier mit runter. So, jetzt musst du hier mit hin. Ja, das ist natürlich, wenn der hittet, ist immer eklig, ne? Wir wollen an dich ran. Saubratzen. Mal weg. Hast du eigentlich nur noch ihn auf Reichweite, ne? Oder so. Das ist auch okay für mich. Bruno macht mal den. Ich wäre mal, wobei hier dahinter stellen ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Und du bist ja auch noch dabei. Dammit. So, das heißt, der hat sich wieder entkräftet, du wartest. Oh, du hättest vielleicht nicht warten sollen. Ah, sie rennt. Die Sau. Der geht, glaube ich, nur auf meinen Boy hier. Müssen wir jetzt erstmal die Hexe platt machen. Du bist jetzt im Nachteil, machen wir das mal so. Ben sollte es hoffentlich auch ein bisschen tanken können. Und Sono, ne, haben wir gesagt, übernehmt das mal zusammen. Komm schon mal in die Nähe. Brauchen die Blutung von dir hier hinten. Wenn du da was triffst. Ja, ich kann mir nicht zwei nach unten angreifen. Fuck, ich muss erstmal da oben rum. Ja, das ist einer. Und wen hat er gedoomt? Wait a second, wen hat sie gedoomt? Eve, Wavering, not enough action points, Brawlers, Charm, Texa Hexes, Friezo. Oh! Ja, das ist ein Problem. Würde ich sagen. Das ist ein Problem. Dass da der Friezo gehext wird. Ja, jetzt hat sich nämlich geheilt und wirft meine Leute durch die Gegend. Genau, das ist das Problem. Und verprügelt übelste Sorte die Jungs. Du wirst mein... Oh, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Das war dumm. Ja. Ich nehme mich den Nachteil. Gehst du mit Richtung Hexer, würde ich sagen. Mal schön die Blutungsdecks gekriegt. Ja, du musst irgendwie nochmal laufen. Wir müssen mal warten, bis die Hexe dran war. Und hoffen, dass jemand anderes hext. Ja. Warten. Fuck. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Dann kann der... Dann ist hier mein Bannerträger am Sack. Okay, ich komme immer noch nicht an die scheiß Hexe ran ordentlich. Aber der will nicht mehr fighten, das ist sehr gut. Dann haben wir den nämlich schon mal hin, den Unhold.
Und du läufst mal Richtung Hexe mit. Sie hat gerade niemanden gedoomt, aber wir kommen leider auch nicht an sie ran. Bisschen das Problem. Ja, er versucht zu laufen. Das heißt, er fightet nicht mehr. Sehr, sehr gut. Er wird da stehen bleiben, denke ich. So, dann haben wir nur noch die Hexe. Ach, wenn sie jetzt ihn. Hör doch auf, Leute zu doomen. Vor allem den Gedoomten angegriffen. Was eine Sau. Da komme ich nicht ran. Nehme ich, glaube ich, lieber hier hin. Hier hin, du wartest nochmal, weil wir können, glaube ich, mit ihm noch angreifen, denke ich. Ah ne, er ist nicht mehr dran, ne? Habe ich jetzt verkackt? Ich hätte einen Angriff gehabt. Achso, ich habe einen gedoomten Angriff. Oh, das war close. Ja. Xeli ist gedoomt. Ich eigentlich nicht. Du musst nicht. Du wartest mal. Au. Du hast immer noch den Hex auf dir. Wir hatten verwandelt, aber niemanden gehext. Das ist das ja, was wir wollen. Sehr schön. Dankeschön. Das hat sogar funktioniert. Black Marsh Stew Provisions. Black as the marsh it hails from. This ghastly stew is far from delicious, but takes ages to spoil. Will spoil in 3 days. Also because it already is spoiled to begin with. Und giant skull and bones und poisoned apple. Let's go. Eisenschacht hat keine Disappearing Kids mehr. Ich habe noch den Terrorizers. Das war dann ziemlich erfolgreich. Ich meine, okay, du. Piggy hat jetzt einen gebrochenen Kopf, weil der halt von dem Viech einmal richtig hart auf den Nischel gekriegt hat. Aber ansonsten. Hey. Ja, und vielleicht haben wir auch einen Pierced Chest. Aber von unserem eigenen Dude. Like you here, you're nothing but trouble. Our militia can take care of us. Always has, always will. Spotted something on our way here, hidden way off the road on the plains, somewhere east of Weißenschacht. Don't know what the locals call it or if they even know about it, but it might be worth going back there. Somewhere east of Weißenschacht ist irgendwo hier auf den Plains. Habe ich jetzt einen Hinweis gekriegt, dass das eine Location ist, die man angehen könnte. Sehr spannend. Essen habe ich für 2 Tage. Reisen halt immer noch nicht so geil. 250. Deliver Cargo to. Ah, hier, ja. Deliver Cargo, let's go. Sudabush, back to Sudabush. We want more. Wir hätten natürlich auch gucken können, ne? Aber jetzt sind wir gerade ein bisschen verletzt, deswegen will ich wieder Aufträge machen. Wo ich nicht unbedingt kämpfen muss, oder wenn, dann mit. Gegen hoffentlich kleine Gegner. Und will trotzdem meinen Tagessold verdienen. 8 Brigands, die schon im Fight sind. In der Karawane. Let's go. Hey! Ich glaube, es hakt. Wohl doch da rein. Okay, ich dürfte mal nicht einsetzen, aber du darfst da mitten rein. Also. Haben echt noch viele, denen es echt gut geht. Ja, dir geht's auch noch gut. Dir geht's auch noch gut. Hier geblieben, ihr Schweine, ich will eure Rüstung haben. Ja, okay, Ricky, wie gesagt, du. Du bleibst ein bisschen hinten, dir geht's nicht ganz so gut. Hier wäre natürlich, das ist glaube ich geblockt, aber da wäre natürlich eine optimale Stelle. Oh, die verprügeln aber gerade die Karawane heftigstes, oder? Holy shit! Was ist eigentlich, wenn die Karawane stirbt und wir dann trotzdem gewinnen? Kriegen wir denn den Loot von der Karawane trotzdem?
Frag nur für einen Freund. Das ist nice. 9%. Ja, dann fick dich. Geh mal hier. Oh, ich wollte ihn da runterschubsen. Das ist schlecht. Hätte ich jetzt eine Runde schubsen? Kann ich. Ich guck mal den Hund da oben hin. Hat der Hund Höhenvorteil, finde ich gut. Finde ich eine gute Option. Wenn der dran ist, habe ich ein Problem wieder, ne? Ruf da. Dachtest du, ja? Hast dir so gedacht, ne? Hast du dir so gedacht, du musst dich mal hier mit reinziehen? Shit, das war dumm, was ich jetzt genau da angestellt, wo ich hätte attacken können. Das war suboptimal. Boah, das ist eklig. Der ist dead. Dann wird's wohl auf die anderen gehen. Aua. Könnt ihr jetzt mit meinem Code einen ganz schönen Kopfzerbrechen bereiten? Glück split der noch nicht. Der split leider rein. Das finde ich schon mal gut. Da haben wir... Der hat keine Lust mehr. Sehr gut. Bin da... Guten Tag. Dahin würde ich mal sagen. Du rennst, dann gehen wir auf dich. Du hoffentlich auch bald rennst. Ich hoffe, dass du ein bisschen ausweichen kannst. Da oben hast du wieder kein Schild mehr, ne? Dir wird das ganze Schild geklaut. Absolute Frechheit. Ach, fuck you. Ja, der rennt auch. Sehr gut. Du entsuf damit. Sehr schön. Damit, ich wollte entwaffnen. Entwaffnen wäre richtig geil gewesen an der Stelle. Wir stehen ja schon komplett an denen dran, ne? So. Sie sollten langsam keinen Bock mehr haben, würde ich mal so hoffen. Hund ist drin. Okay, der rennt auch. Dann haben wir nur noch den hier. Das tut weh. Das tut weh. Dass der nochmal durfte. Okay, Xeli hat ein bisschen ein Ausdauerproblem gekriegt inzwischen. So das Gefühl. Xili hat ein Ausdauerproblem. Der hat, Moment, unser Ricky hat vorhin wieder auf die Nase gekriegt. Exposed Ribs. Schöne Helme haben wir bekommen. Yes, yes. Und die Long Axe von ihm. Geil. Geil, 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 geil. Das heißt aber natürlich, wir müssen uns auch ein bisschen mehr entspannen. Plus 3. Das 3.
weiß nicht, ob plus 5 bei Inis wirklich wert ist. Nehmen wir jetzt mal. Weil du kriegst Dodge, würde ich sagen. Dego, du kriegst Dodge, damit du länger überlebst. Plus 1 wieder. Ben, ey. Das ist aber ein Shitroll. Hier. Du hast auch schon Dodge. Den kannst du eigentlich ja ganz gut tanken. Ja, deswegen wirst du auch leichte Klamotten behalten. Deswegen plus 5 hier. Wo ist die Frage, machen wir für dich einen Cleaver-Expert aus dir? 58 ist fast ein bisschen niedrig, aber es wäre, glaube ich, schon auf der anderen Seite wieder ganz geil. Cleaver-Expert oder nochmal giftet? Cleaver-Expert würde uns bringen, dass der Damage höher tickt, wenn er zum Bluten bringt. Aber eigentlich sollst du tanken vor allen Dingen. Eigentlich sollst du vor allen Dingen tanken. Plus 4 jetzt. Let's go. Die 3 werde ich mal mitnehmen hier. Damit er die 60 knackt. So, Sono. Boah, plus 1, ey. Puff. Aber so viel kriegst du eh nicht. Also du kriegst eh im Average nur 20. Da bist du schon drüber, witzigerweise. Ich hätte gern hier die plus 3. Ich glaube, ich hätte gern die plus 4 oder die plus 4. Die hätte ich auf jeden Fall gerne. Ich glaube, die plus 4 für Fatigue hätte ich lieber. Mit 62 musst du aber eigentlich nicht spearen. Würde ich sagen, dann kannst du eigentlich flayen. Diversen. Ein bisschen durch die Gegend flayen. Dich wollen wir reparieren, dich wollen wir reparieren, dich wahrscheinlich auch. Und dich auch. Dich auf jeden Fall. Die Helme können wir sogar verteilen eigentlich. So, Deko hier, du kriegst einen besseren Helm. Ricky, du kriegst ein bisschen was Besseres. Du hast noch einen 40er, ne? Vollmar, hier, du kriegst auch noch einen besseren Helm. Bis 5. Jetzt haben wir 40er Helme übrig. Ich glaube, das haben wir aber bei allen. So, und Sono fehlt noch ein Perk. So wie ich das sehe, wirst du unser Battleforger. Moment, habe ich dir noch einen schlechten? Nee, du hast den. Stimmt, habe ich gerade getauscht. Ich wollte gerade sagen. Wenn du Battleforged bist und Frontline sollst, also so vor allem, das ist sehr, sehr gut gegen die Bloodthirsty Sachen, weil dann kann er Kopf treffen. Kann er Köpfe einschlagen. Weil dann müssen wir ihm eigentlich einen Cleaver geben. Wegen Bloodthirsty. Würde ich sagen, dann ist ein Cleaver, glaube ich, geiler. Wegen Köpfe rollen lassen. Genau, du bist unser. Frontliner, bist du einfach ein Battleford Shield Expert Tank? Wahrscheinlich, oder? Wir haben noch ein bisschen mehr Defense hier oben. Wir haben noch ein bisschen mehr. Und Xeli hat hier Level Up. Was ist eigentlich das hier? Ach, minus Max Fatigue. Deswegen hat Xeli so Fatigue-Probleme gehabt. Plus 2. Plus 4, weil du musst auf jeden Fall jetzt mal Dodge kriegen. Und plus 1 wahrscheinlich. Wobei wir können jetzt den Expert geben für den Cleaver hier, für den Perk Disarm. Half Penalty to Hit. Glaube ich wichtiger, dass wir regelmäßig disarmen können. Das ist wichtiger. Also wer jetzt schon erstmal den ersten Unhold down haben, ist ja fucking nice. Richtig, richtig gut. Was ist das? 930. 2 Days nach Süden. Ah, guck mal. In Hakim al-Ramah. Let's go. Auf nach Süden. Ganz am Arsch der Welt, aber naja. Müssen wir uns ja Babys noch holen. Wir haben ein paar Leute, die ordentlich hier gebrochener Schädel und exposed ribs. Also Ricky ist auf jeden Fall. Ne? Lehrlingsjahre sind keine Herrenjahre und so. Kriegt er gerade sehr zu spüren.
Hat aber alles überlebt auf der anderen Seite. Hat sie also auch sehr verdient. Da mal reinzuschauen. So, achso, das wollte ich gar nicht. 2, 15. Kaufpreis ist nicht so gut. Und. Aha, günstiger Kultist. Let's go. Ein günstiger Kultist, der nichts kann, der ein minimales Leben hat, der ein bisschen Melee-Skill hat. Fatigue minimal, minimales Leben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Backliner. Guck mal, wir haben noch eine Range Axe. Du kriegst dann die Long Axe, würde ich sagen. Du kriegst das. Und du kriegst einen Gegengift. Im Fall, dass wir hier Sachen haben. Achso, und einen was zum Anziehen da. So. Haben wir jetzt noch jemanden, der hier. Toadhammer, Todesehm, Revels. Ich nehme Jorn, glaube ich. Ich hoffe, der überlebt eine Weile. Jorn, der Kultist. Haben wir noch einen neuen Kultisten dazugeholt. Sehr geil. Dann hat es sich schon wieder gelohnt, hier vorbei zu steppen. Hier, weil wir brauchen noch ein paar Kultisten. Und wir brauchen mal wieder Sachen hier zum Reparieren. Tatsächlich, wir verbrauchen da sehr, sehr viel gerade, aber sehr viel auch im Inventar reparieren. Düpp, 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 düpp. 1 bis 3 Tage, 2 bis 6, 4 bis 8. Ach du Schande, ja hier, Ricky, du wirst ein bisschen... Dauert sonst sehr, sehr lange, bis du deine Sachen repariert, repariert, sag ich schon, geheilt hast. Die sieht insgesamt nicht so hübsch aus, weil ihr habt wieder Missing Villagers. Ihr habt wieder Missing Villagers. Dann gehen wir mal hier hin. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oder lauf halt. Wir laufen eher, anstatt dass wir reiten. Wir sind auch bei 12 Leuten. Übrigens, wir müssen aber wahrscheinlich demnächst mal einen Sergeant holen. Damit die Leute nicht sauer werden. Mastering Troops. Less items for sale, buying items for more, selling items for more, less recruits are available. Okay. Hier ist Rekrutenmusterung. Okay, okay. Da werden die Leute also anders angeworben als von mir. Meine. Bringen wir erstmal den. Die Sache. Jetzt sind wir wieder unten bei den Nomaden. Aber jetzt haben wir eine Long Axe. Das soll uns gegen die Nomaden helfen mit den komischen weichen Schilden. What? Achso. Und wir müssen noch denken, dass hier noch irgendwo eine Location war. In Plains. Und aus irgendeinem Grund ist das halt wahrscheinlich fast gleich schnell wie hier rumgelaufen. Oder hier irgendwie dann abkürzen. Wandering City, a Nomad Leader. Ja, Nomaden wären leider besser. Jetzt ist gerade Tag 40 geworden, jetzt haben die alle Dodge bekommen. Ich will jetzt eigentlich nicht gegen Nomaden kämpfen gerade. Hätte ich die letzten Tage machen sollen. Wir haben jetzt gerade einen sehr, sehr krassen Power-Spike gekriegt. Crowns well deserved. Was, wenn wir hier mal kurz warten? Ist der nächste Tag angebrochen? Ne, wenn wir nicht. Werden wir nicht. Wir laufen mal in die Stadt lieber, bis der nächste Tag angebrochen ist. When asked you to enter Thorn the Warlock into a local dogfighting circle. That sounds like an awful idea, but the man goes on to explain that a lot of money. A lot of money stands to be made in dogfighting. All the dog handler needs is an ante of 200 crowns. Könnten 200 Kronen wetten und potenziell Geld machen oder unseren Hund verlieren. Was heißt, wir würden 500 verlieren. Wir den neu kaufen müssen. Unser Maskottchen. Ja, komm. So eine Söldnertruppe, klar. Hundekämpfe, let's go. Das ist jetzt Rollenspiel. Ich mag Hundekämpfe nicht, aber let's go. You take your purse, crown, blend for the wind of darker and darker streets. Soon enough, there isn't much to see. With cobblestones, slicked white by strobes of moonlight, lazily guide you into what death the city hides from those who prefer the day. From those who prefer the day?
Suddenly a torch flares up and a man's face afloat and disembodied in the dark speaks to you. That dog here for the fights. Ben nods, the stranger tilts his torch forward. Alright then, right this way, gentlemen. Watch your step, all manner of peace goes down here, downhill. Also außerdem sind wir ja ne, Anbeter des Blutgottes, von daher passt das glaube ich schon. Let's do this. Following the man's torch through the dark, you come to a building with a sliding portal at its door. The stranger gives the poor the door a pattern of knocks and it pops open as if commanded by the final rap. You are ushered in, leering faces, watching from the side as you enter. Immediately you hear the unsettling din of snarling and barking. This is what you are here for, right? Stairs lead to the pits where a crowd huddles around a makeshift arena of dirt and wobbly fence posts. The action can't be seen yet, but off to the side are a pile of dead dogs and beside them sit their killers. Eyes wide, blood frothing, mouths agape in horrifying panting. As two dogs clash in the arena, you glance at Blen. Time to hunt up and this is bad, let's get out of here. Time to hunt up and see what our mutt can do. Let's go! Fuck. You and Ben take Thorn, the war dog, inside the arena. Its eyes dart around and as its shoulder rests against your pant leg, you can feel a quickening heartbeat across from the stands. Your competition, a scummy looking dog handler and a massive beast, more wolf than dog, but is missing its bottom lip, playing a jacked row of teeth that have been chiseled to be deadlier than they already are. Gaps and sores model its crooked body, but the musculated... Thorn the war dog yips and yaps forward, the mongrel bred with war in with him, and with an outstretched hand you unleash your hound just as your opponent does this. Get him, boy! Schade. Unser Hund ist tot, armer Wuffy. I know you watch in horror as the opponent's mud shoots up from its low stance and clamps its jaw. Schade. Wir haben keinen Hund mehr, wir müssen einen neuen Hund kaufen. Damit wir haben insgesamt 500 verloren. Aber es war für den Blutgott. Ach nö. Some Cutthroats, some Out. Ich habe jetzt echt keine Lust gegen Nomaden zu kämpfen, Mann. Echt keine Lust, dann gehen wir doch nochmal hierhin zurück und gucken, ob wir da was einkaufen können. Wir brauchen nämlich Nahrung. Wir brauchen Nahrung, ob wir wollen oder nicht. Zwei Tage Nahrung. 18er Verkaufspreis ist eigentlich ganz okay. Wir mal den ganzen kleinen Kram hier verkaufen. Würde ich sagen. Ja, so ungefähr. So. Die 100 ist alles zu teuer. Hier ist alles zu teuer. Hier müsste ich halt mich mit denen erstmal gut stellen, bevor ich irgendwas sinnvoll kaufen kann. Leider Gottes. Bevor ich hier was sinnvoll kaufen kann. Armor. Wann? Die haben auch die Nordarmor. 135 minus 15. Mabel Lamellar Plating. Aha. Powern Long Mail Shirt with Padding. Minus 25 für 200. Tempel. Haben wir, glaube ich, nichts mehr, was wir behandeln müssten. Taxi der Mist. Red Pain, denn sonst bringt das genau nichts. Können wir Nomaden und Karawanenhände kaufen? Will ich gerade nicht, ich will nach Sandfels zurück. Ich will nach Sandfels zurück. Durch die Sandsee. Wir brauchen echt viel mit 12 Leuten. Das sind 3 Provisionen pro Tag. Ja, früh, Mittag, Abend oder was? Hallo. Guten Tag. Nomad Archers. Lots of Nomad Autos, a few Nomad Archers and Nomad Leader. Ich glaube, der Leader würde mit uns ziemlich im Boden wischen aktuell.
Das ist so ein bisschen mein Bedenken. Aber wir kommen an. 2 Tage reichen bis hier hoch. Auch kurz über einen Tag, glaube ich. 280. Ja, das können wir machen. Krokenkrok. Da sehe ich uns sowieso häufiger mal. Wir haben immer noch keinen wirklichen Rangy, ne? So 0. 0, 0. So, ein bisschen Met. Genau, ein bisschen Met. Let's go. Die Rüstung brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr, leider. Aber wir gehen nochmal bei der nächsten Stadt vorbei, wegen Kultisten einkaufen. Es kann keine Events mehr kommen, wundert mich ein bisschen. Achso, wir kamen ja gerade Events, vergiss es. Hunde-Event. Hunde-Event, wir hatten ja einen Hund dabei. Training Hall ist hier, Weaponsmith, Armorer, Tavern, mal wieder saufen eine Runde. Das ist mit dem Turnier und so, ne? Die kaufen aber hier gutens gut ein. 23er Verkaufspreis. Oh, die hier. Habt. Nehmt von mir. Wir haben auch den Poisoned Apple, glaube ich, verkaufen. Diese komischen Gehirne, da habe ich auch nichts Sinnvolles rausgefunden, was ich damit machen kann, so. Nehmt von mir. Und bei 4K. Das hier sollte eigentlich alles sehr teuer sein. Ja, ist es auch. Dann auf nach Kronenkog. Ist es Kronenkog? Ist es Kronenkog? Muss ich nachgucken, was im niederländischen Kog heißt. Kronen ist ja wahrscheinlich relativ klar. Ist das sowas wie Kronenhafen dann? Vielleicht? In der Richtung? Ungefähr? Pi mal Daumen? Weiß ich nicht. Jetzt mal gerade hin, wir sind angekommen. Hier nochmal eine Runde saufen. Gibt's hier für Events 130, 500. Für die Rare Coin Collection, das wäre ganz gut zum Fighten. Und das ist einfach nur wieder was abliefern nach Sudo-Busch. Und den Leuten geht's doch ganz gut, ne? Ja. So, Fighting. Nach Norden? Ja. Sind 640. Get the Thieves, ein Raider. Okay, das ist ja traurig. Ein einzelner Raider. Moment, was? Die haben hier fucking Peasants. Achso, weil die ja gerade daneben standen, ne? Hallo? Ne, Deko will ich ja glaube ich nicht so hart reinbumsen. Code kann ein bisschen, der hat nämlich... Oh, der hat gute Rüstung, oder? Fuck, ich habe wieder das Schild vergessen für Code. Code kann gerade nicht. Ach, jetzt stellt ihr mir wieder die ganze Scheiße zu, oder? Siegfried. Wir jetzt nicht mehr hin. Wir unterstützen unseren Mann hier. Naja. So soll das also werden, ja. Das sehe ich aber irgendwie gar nicht. Ein Dolch, Lul. Der eine hat einen Dolch. Der blutet schon mal. Dann gehen wir halt hier hin. Nee, nicht da oben gegen den. So, wir sind in Reichweite. Shit, hab ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Irgendwie. Ah. Wieder da wird's nicht. Der Kontrast ist ein bisschen schlecht jetzt.
hast du für eine Waffe? Ich hab gar keine, ne? Damit. Let's go, wir gehen hier hin. Schneiden wir sie. Ja, der ist mir egal. Den muss ich ja nicht beschützen. Klar, der geht fighten. Das ist natürlich. Natürlich geht ihr fighten. Ihr macht einfach nur die Gegner confident, ihr Schweine. Sehr geil, John. Erster Kill von dir. Finde ich gut. Finde ich eine gute Option. 75er nicht gehittet, ey. Schweinerei. Bin aber gehittet. Das gefällt ihnen aber gar nicht, den Gegnern bis jetzt. Leider glaube ich, dass der nicht lange machen wird. Der hat keinen Bock mehr. Sehr gut. Halte mal den auf. Sehr gut, der hat keinen Bock auf meine zu hauen. Dann gehe ich hier rum, damit ich dann die höheren Optionen habe. 73. Halte mal dich auf. Schweinerei. Da drauf ist doch, glaube ich, eine gute Option. Ja, du bleibst da mal. Würde ich sagen. Ja, auf die Body Armor zu hitten mit einer Peitsche macht leider nicht so viel aus. Dass der das komplett verteidigen kann, ey. Krasser Dude. Krasser Dude, ey. Jetzt nicht mehr. Hätte ich mal nichts gesagt. Das glaube ich ziemlich done. Glaube ich ziemlich dann. Der ist auf jeden Fall dann. Aua. Echt weh. Hör mal auf damit. Shit. Hau ihn kaputt. Jawohl. Oh, der kommt wieder hoch. Kommt ran, die Sau. Gehst du jetzt mal da hoch, wenn der rankommt, die Sau. Ja, sehr gut. Der macht hier nichts mehr. Diese Runde. Müssen wir hier rumlaufen. Weil hier rennen sie gleich alle auf der Seite. Du kannst nicht attacken. Das mal so. 85, komm schon, jetzt, let's go. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Nur so ein Gefühl. Weiß aber gar nicht warum. Kann mir das gar nicht erklären, warum die keine Lust mehr haben. So. Kopf ab. Ja, geil. It's over. Läuft. Loot. Ja, da haben wir tatsächlich mehr auf die Nase gekriegt, als wir meiner Meinung nach hätten auf die Nase kriegen sollen, aber... Wobei, wir haben nur HP-Damage genommen, das sehe ich jetzt erst. Loot, das waren die Passants, die wir auf die Nase gekriegt haben. Kurz verwechselt. Resolve. Not. Und ein bisschen Range Defense, damit er nicht weggesniped wird wie manche andere. Dann können wir dir aber mal die Pole Arm Mastery geben, weil du wirst ja damit weiterhin zuhauen. Pole Arm Mastery? Ja, war doch Pole Arm, ne? Okay. Sehr schön, dann kann ich nämlich mehr laufen und attacken. Geil.
Danjuschka. Ach du Schande, ja, HP. Keine Ahnung. Minus. Das auf jeden Fall. Das, I guess. Weil doch Resolve. Fatigue ist, glaube ich, schon eine gute Idee. Fatigue ist schon eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass ich ihm Battleforged gebe. Nicht, dass ich ihm Dodge gebe, so rum. Wegen. Ja. Also ich glaube nicht, dass er Dodge nimble wird, weil dafür hat er einfach nicht Inni genug. Machen wir das so. Deswegen machen wir das so. Abgegeben. Seid ihr jetzt wieder happy mit mir? Mal ein Saufen. Was ist im Tempel? Haben wir nichts zu tun. Das ist eigentlich ganz geil. Könnten jetzt tatsächlich, wie viel bezahlen wir? Also 10 Tage wäre schon die Reserve, wäre ganz gut. Wären 1000 oder 1100 gerade mal. Dann sollten wir, glaube ich, hier mal. Ups, falsche Taste. Hier. Den Sergeant können wir noch gar nicht, ne? Drill Sergeant, dafür brauchen wir. Aha. Permanent Injury, ja. Keiner von uns wurde bis jetzt genockt down für ein Permanent Injury. Retired a man with a permanent injury. Ah! Wir müssen jemanden retiren. Wir müssten also jemanden retiren mit einer permanenten Verletzung. Wir hatten doch hier jemanden mit einer permanenten Verletzung, oder bin ich gerade doof? Ah? Aber ihn sterben lassen. Ich dachte, wir hätten jemanden gehabt. Ne, wir haben keinen mit einer permanenten Verletzung bisher. Okay. Frage ist, wollen wir jemand anderen mitholen? Quartermaster? Wir können mehr als Sachen tragen, ne? Scavenger. Surgeon. Surgeon sehe ich, glaube ich, schon eher. Dann haben wir halt noch den 1000 tatsächlich als Reserve. Injuries. Schneller heilen. Wäre schon ganz geil. Now, if not coming to any crafting components used by you, unlock Snake or Recipe to earn money by crafting from various low tier components. Ooh. Das ist ja fancy. Wir sollten ein bisschen mehr craften. Ja, ich sehe den Surgeon schon. Dass wir den haben wollen. Der ist, glaube ich, sehr, sehr geil. The cargo to Folger the Wise. Let's go. Folger the Wise. Können wir noch kurz hier Ember collecten mitnehmen? Die waren doch hier jetzt relativ günstig, oder? Wenn wir nach Norden gehen. Für minimal more money. Ne, jetzt sind sie wieder teuer. Fuck you! Alter, wir brauchen Essen auf dem Weg. Ist das hier noch bezahlbar? 62, so ein bisschen mehr Essen wäre schon ganz gut. Achso, und müssen wieder raus und rein. Ich bin leider vergesslich. Nee. Keine Kultisten. Wir werden mal durch die ganze Welt laufen und Kultisten einsammeln müssen, denke ich. Wie machen wir das denn jetzt mit einem Permanent Injury? Ich glaube, für mich wäre das schon der Kandidat hier, der Kunibert, der Beggar. Auch wenn er inzwischen ein bisschen gelevelt ist, aber. Komm, zack. Zack. Ist von Backline in die Frontline. So, was hast denn du? Ha, warum hat denn der hier so einen Totenschädel? Achso, lol, das ist das Banner von unten drunter. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Das ist das Banner von unserem Bannerträger. Ich war gerade kurz verwirrt. Hier, du kriegst sogar den 70er. Du kriegst hier auch die bessere Rüstung. Damit es hier nicht heißt, ich wurde völlig unter Dingens da reingeschickt. Du bist der für uns der entweder stirbt oder den wir in Rente schicken können, damit wir den Sergeant kriegen. Würde ich sagen. In Sonnenberg mal bei Nacht vorbei.
Alles klar, wir können da nicht viel tun. Wir hätten trinken, also saufen gehen können mit den Leuten. Wie sind eigentlich also die Stimmung? Also bei 58%, also über 58% zu kommen, ist gar nicht so einfach. Also über so 60-70% mit der Laune. Das ist echt heftig. Ihr geht einfach so schnell wieder runter nebenbei. So. 13er Verkaufspreis, 108 ist auch ziemlich teuer. Ja, alles Mist. Gibt's hier noch was? Ein Wildman und ein Poacher. Ich glaube, das ist Hunten für 1100. Probieren. Safe Campaign. Tag 38 ist safe. Jetzt sind wir Tag 44. Das ist heute gefällig. Accept this contract. Let's go. Wir sind wieder Webknecht. Das sind 10 Direwolves. Das weiß ich nicht, ob das etwas so hätten straight up fighten sollen. Weil die sind leider sau schnell und da sind auch stärkere dabei. Das sind die Frenzy da unten. Dann sind die normalen Direwolves, ja. Das ist Frenzy. Das sind, glaube ich, alles normale. So, 4, 6, 7, 8, 9 sehe ich jetzt nur. Moment. Ah, 10. Du wartest mal kurz, wir müssen die. Ging uns mit was anderem brechen. Jetzt ist Ben da hinten, das ist natürlich. Wenn ich jetzt halt hier rein step, ne, dann. Kann ich das. Ach, Boot hat immer noch kein Schild, das war richtig dumm jetzt. Mal den da weg. Ich glaube, Jean wird aber dann erstmal stehen bleiben. Ich muss mal hier runter helfen kommen, Sono. Das ist sehr geil. Eventuell ein Problem. Ja, das war nicht smart, davor zu gehen. Das hat auch nicht funktioniert hier mit dem Pieksen. Ja, man hätte es definitiv spielen sollen, sage ich mal so. Rot geht's nicht so gut. Sind wir mal ehrlich. Sagen, jetzt triffst du nicht mal den ordentlich. Dahin und runter mit dir. Würde ich sagen. Okay, du gehst doch wieder da hoch. Das war nicht so smart, wie ich dich bewegt habe. Ah, da ist noch ein Wolf. Lul. So, mal dich weg. Hast leider noch keinen Doppelangriff. Leider Gottes. Oh, schade. Oh, da kommt der Overwhelm von dem Frenzy. Der hat meine Leute jetzt dreimal overwhelmed. Und ich habe halt nicht geschielt worden. Da ist, wir kriegen. Au. Das war dumm. Das war dumm gespielt von mir. Das war richtig dumm gespielt. Das war nicht so smart. Also wir können sie fighten. Wir müssen halt nur das ordentlich. Nein, ich habe das Schild wieder vergessen. Nein, ich habe das Schild wieder vergessen. Verbaut. Shit, Mann. Shit, das Schild of Code. Ja, ich will dich nicht ohne Schild reinhaben. Will dich gar nicht. Oh ja, come on! Come on, Spiel! Jetzt so eine
Aktion. Wobei, wenn sie nicht hierhin gehen, können wir dann dahin gehen als nächstes. Ben zum Beispiel. Ich muss schon, ich wollte dich wegkicken eigentlich. Du kannst den da reingehen und dem, na, da schadet doch nicht. Jetzt aber. Er ist auch noch blockiert hier, ne? Das ist eigentlich gar nicht so kacke, glaube ich. Den haben wir. Jetzt gehen sie wahrscheinlich hier halt in den Low Ground, was eigentlich ganz gut ist für uns. Ja, das ist der Frenzied. Der hat das Overwhelmed. Oh, da ist ein High Ground gegen mich. Das ist natürlich alles schlecht. Das ist natürlich alles sehr schlecht. Yes, blute du Sau. 57, komm schon. Yes, danke. Schade, Alter. 74er nicht gehittet. Das ist sehr, sehr schade. Kunibert. Warte, glaube ich, nochmal ab. Du wirst dich verteidigen müssen. Dammit, ich dachte, wir können wegschieben hier. Und dann den Platz da oben einnehmen. Ach komm! 267er nicht hitten. Können wir den Platz da oben einnehmen, sehr gut. Du musst dich auf jeden Fall mal verteidigen. So, pam 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 pam. Die werden hier jetzt reinsteppen wollen nach hinten. Sehr wahrscheinlich. Ja, sag ich ja. Aber du darfst aber nicht mehr angreifen. Sehr gut. Das ist sehr, sehr nice. Und der Frenzy wird aufgehalten und blutet. Das ist ein Problem. Der wird wahrscheinlich häufiger getroffen werden. Ja, genau. Aua. Passt durch. Einer noch. Wir haben wenig Hits gekriegt. Wir haben wirklich wenig Hits gekriegt. Der hat keinen Bock mehr. Der auch nicht. 63, 82. Schade. Schade. Hat overwhelmed, ne? Ey, der rennt. Dann kannst du aber nochmal zuhauen. Sehr schöner Hit. Kann sich sogar hier reinstellen. Sehr gut. Der rennt auch. Haben wir nur den hier oben. Oh, da ist ja noch einer. Huch. Das ist schlecht. Du kannst nicht mehr hitten, ne? Er könnte jetzt sterben. Unser Danjushka. Den habe ich nicht da weggekriegt. Habe ich nicht gesehen, dass da ein High Ground gegen mich ist durch den Busch. Das ist ein Fehler, mit dem ich jetzt leben muss. Komm schon, Danjushka, du überlebst das. Nice. Kein einziger Hit gegen ihn. Alle drei daneben. Das ist super gut. Das ist super gut. So, die rennen alle hier unten. Geil. Dann darf der in den Köpfen.
Du darfst den köpfen. Der rennt auch. Und war denn der nicht dran? War der vorher dran, ja? Bevor er rennen wollte. So, schön beide Kills gesnackt. Du hast keine Ausdauer mehr, leider. Auch keine Ausdauer mehr. Der ist der Einzige, der wirklich angreift. Alle anderen wollen rennen. Von den Wölfen. Die haben ja gar keinen Bock auf unsere Leute. Geil. Peitsch mal ihn nochmal. Patatsch. Da können wir an Melee rangehen, damit er dann auch gehittet wird. Wer ist dran? Du bist da dran. Schade. Wir haben langsam ein Ausdauerproblem, wirklich. Okay, der hat auch keine Lust mehr. Jetzt rennen alle. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch runter chasen. Wir müssen halt runter chasen, das ist das Wichtige. Nee, run them down. Da ist vielleicht noch ein Kopf. Sehr geil. Geköpfte Wölfe. Da sehe ich mich ja. Nochmal schön reingeslidet. Reingeschlierzt. Yes. 130 bis 200 XP. Let's go. Aber nur ein Fell. Schade. Ich weiß nicht, was er für die Fälle eher den Dingens nicht so verletzen darf. Die Wolfshaut sozusagen. Moment. Ich und hier schon habe. Du bist eigentlich kein Sergeant. Du plus 3 hier auf jeden Fall. Du bist ja einer meiner Frontliner, Ricky. Das hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Dann halt die plus 3 noch, damit du ordentlich hittest. Ich glaube, ich würde dich sogar bei der Axt lassen. Axe Mastery oder Shield Expert. Ich gebe dir die Axe Mastery. Was ist eigentlich mit dem hier? Du machst ja ewig, Xander machst ja ewig kein Level Up mehr. Was soll denn das? Ich bin dumm, ich hätte ihm den Rally the Troops Perk geben müssen. Er hat schon ein Level Up gemacht, mit dem wir heute spielen. Plus 3, geil. Siegfried the Gambler. Er hat kaum HP. Plus 4. Plus 3. Er sieht ein bisschen schwierig aus. Er hat aber eigentlich auch ganz gute Hit-Chances. Der könnte auch eine andere Waffe theoretisch nehmen. Wie einen Flail statt einem Schwert. Aber das ist 25 bis 55. Das ist halt unzuverlässiger, der Flail. Vom Damage her. Aber ich glaube, dir würde ich den Shield-Expert ganz gerne geben. Dass du ordentlich rein tanken kannst und dich gut verteidigen. 36, 39, halt so 3 Punkte, die man dann noch kriegt. Plus 2. Du hast ein Resolve-Problem, aber plus 6. Boah. Ja, du musst auf jeden Fall Dodge kriegen. Du musst auf jeden Fall Dodge kriegen. Dodge that shit, Code. Code Blue Dodging. Du hast plus 10 deswegen. Plus 2, plus 5, plus 4, I guess. Dann kriegst du auch Dodge. Minus 5, minus 8. Würde ich sagen. Und John hat direkt ein Level Up, plus 3. Plus 5. 3, I guess. Weil ab und zu wird er doch mal in der Frontline sein, also nicht direkt tot sein. Deswegen kriegt er auch Kolossus, auch wenn das nicht so viel HP hat, aber 10 HP mehr haben, ja, heißt halt im Zweifel mal nicht mit
Mit einem 45er sterben sie erst mit 55 Damage. Ich denke, das hilft schon was. So, Taxidermist. Hier War Dog Armor. Das spart uns schon mal direkt Kohle. 100 ungefähr. Craft. Um Paint Remover. Wir craften einfach jetzt, um die Voraussetzungen für den Dingens zu erfüllen. Für den Alchemisten. 5 von 15. Da müssen wir halt ein bisschen sinnlos reincraften. Da müssen wir ein bisschen sinnlos reincraften, weil Paint Remover brauchen wir natürlich eigentlich nicht. Mir schon bewusst. Die War Dog Armor behalten wir. Die War Dog Armor behalten wir. 17 ist okay, ne, zum Verkaufen von dem ganzen Müllkram. Wenn ich mitnehmen wollen. 86 ist aber ein unfassbar geiler Preis. Holy shit. Dann nehmen wir, glaube ich, auch noch direkt ein paar Aliluxan. Wunderschönen guten Tag. Dorfhuhn Meat. Na, wie geht's, Xan? Alles okay bei dir? Alles im Lot? Wie läuft's? Und noch ein davon. Auch ein bisschen was gegen Blutung für die Leute hier. Zack. Ja. Ab nach Sonnenwehr. Wie ist dein Sonntag? Wie ist deine Woche gelaufen? Alles im grünen Bereich. Ich hab gehört, du hast wieder gearbeitet. Wie liefen die Arbeitsschichten? Normal oder eklige Sachen dabei? Heißer Tee am Sonntagmorgen ist einfach geil. Ach shit, wir kommen bei Nacht an. Ansonsten spiele ich einfach weiter vor mich hin. Dich gibt's übrigens auch, Xan, ne? Hab dich wieder erstellt, oder besser gesagt, hab die Leute wieder umbenannt. Wo habe ich dich denn jetzt? Deli, Jean, Xan. Ja, stimmt, du bist unser Bannerträger. Bin sehr zum Ausräumen von meinem Kram aus dem Elternhaus. Achso, stimmt, du warst hier umgezogen, ne? Ja. Wir haben dich als unser Bannerträger auserkoren, weil du hier schon ganz gut Resolve kriegst. Ja. Und, ja, Backstabber muss ich dir noch geben, fällt mir gerade so auf. Habe 47 Wochenstunden gearbeitet. Das ist eine ordentliche Woche, würde ich mal behaupten. Das ist eine ordentliche Woche. Bei euch kann ich sinnvoll sowas kaufen. Kommen wir direkt mal 60. Das ist 50% Gewinn. Let's go. Ist gerade die Frage, ob ich hier dieses komische Fleisch, will ich glaube ich nicht behalten. Weißt du, müssen aber anderes Essen dafür kaufen. Ja. Jap. Was gibt's hier für einen Auftrag? Achso, erstmal hier trinken wieder ein auf alle. Schön raus damit. Gab's einen Grund, warum du so viel gearbeitet hast? Oder hat's einfach so ergeben? 4 Tage nach Norden. Lugnistet. Wir wollten ja eh ein bisschen rumziehen und gucken, ob wir irgendwo noch Kultisten finden. Aber eigentlich müssen wir vorher jemanden mit einer Permanent Injury. Auch eine Permanent Injury, die wir in Dingens schicken. Er ist loyal. Er hat sogar einen Stern in Attack. Ja, HP hat er ganz okay gerollt. Fatigue, Mittel, Resolve ist ja eh nicht so ein Problem. Inni ganz so gut. Defense hat auch einen Stern und Melee Attack hat einen Stern. Also er kriegt schon mal immer einen Punkt mehr mindestens rein. Kann den Low Roll nicht mehr haben. Husten ist eigentlich ein ganz okayer Dude, würde ich sagen. Alternativ können wir auch Tostik mitnehmen. Tostik ist gierig. Alter. Will das nicht ein Resolve, Mann? Aber du hast einen Max Roll in. Oh, Max-Roll in Melee-Skill und noch ein Sternchen drin. Und Fatigue kann man fixen durch die 2 Sterne. Kriegt, glaube ich, mal dann 4 Fatigue, glaube ich. Ich glaube, ich würde aber ganz gerne den mitnehmen, damit wir einfach mehr Kultisten haben. Aber dann haben wir halt das Problem, dass die Leute sauer werden, wenn sie im Reserve sind. Weil nun früher an, außerdem kann ich es nicht ab, Arbeit unfertig liegen zu lassen. Also wir haben selten Kultisten, aber ich glaube, aktuell soll ich den nicht mitnehmen. Ich muss erstmal irgendwie jemanden
Public Execution. More food for sale. Trading food for more. Hat hier Essen gekauft? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ey, wir versuchen es mal ohne den Kultisten. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder... Kostet nur 7 am Tag. Der wird ja hoffentlich, der ist ja loyal, der wird sich hoffentlich schon auch ein bisschen ein... Ne? So, zack, 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 zack. Dem geben wir jetzt einen guten Dolch, jemanden der hitten kann. Bruder zum Beispiel. Wenn ich dann halt noch eine Stunde brauche, mache ich die halt noch. Siehste, ich bin jemand, der relativ on time meistens geht, beziehungsweise wenn ich so 10 Minuten, 20 Minuten vor Zeitende fertig bin mit meinem letzten Task, denke ich mir so, ja, jetzt einen neuen Task anfangen lohnt sich aber auch nicht. Sind wir ehrlich, dadurch kommt es selten dazu, dass ich mehr machen muss. Immer ehrlich. Das ist sogar 57, nee, das ist 49, ne? Ja. So, lange Reise. Lange Reise, 4 Tage nach Norden. Ganz nach Norden, nach Lugnistead. Mal gucken, was da abgeht. Oh! Da haben wir noch einen kostenlosen Boy gekriegt. So, wir müssen übrigens mal dran schreiben. The Cultist. Und was kannst du so, du Kostenloser? Ein Iron Lungs, yo! 30 Stunden über dieses Jahr. Ja, dann machst du nochmal 2 solche Wochen wie diese Woche und dann kannst du eine Woche frei nehmen. Mach deine Arbeitsstelle bestimmt mit. Iron Lungs ist geil. So, was hast du sonst so? Niedrige HP. Fatigue ist mittel mit 2 Sternen, das ist ganz geil. Skill ist Low Roll mit 1 Stern. Bisschen Verteidigung. Inni ist niedrig. Ja, gut. Ja, gut. Frage ist, was das mit. Also, du bist halt einfach erstmal in Reserve. Ich hoffe, das stört dich nicht allzu sehr. Ein Yellow Code. Code Blue. Gib dich noch. Bist inzwischen Level 5 Grave Digger und hast ordentliche Rüstung von mir bekommen. Und kannst inzwischen dodgen und lernst schneller. Ja, ja, ja. Ah, du hast auch eine Zuschauerserie geteilt. Zuschauerserien sind bei mir irgendwie, das hatten wir gestern das Thema schon mal, aus irgendeinem Grund im Chat eine leere Nachricht. Aber im Aktivitätsfeed sehe ich es. Im Creator Dashboard. Also du fängst auf Level 1 an. Und sag mal, die ersten 3 Level sind das eklige, weil du dann. Das lässt dich mehr überleben, das lässt dich mehr überleben und das ist von allem ein bisschen besser und das ist halt einfach, dass du schneller levelst. Und gerade wenn man die beiden schon zusammenkriegen kann, ist es schon sehr, sehr viel einfacher, gerade mit einem Schild ein bisschen halt nicht getroffen zu werden. Das ist hier 28 Melee Defense. Normalerweise startet man halt mit 0, das Schild gibt 15, also bist du bei 13 selber, das ist schon, und dann kommt Dodge am Ende noch oben drauf. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Beziehungsweise, genau, und bis zum, also 10 Level-Ups lang, also das ist 4, ne? 1 bis 5. Wenn du Level 11 erreichst, kriegst du das letzte Mal hier so einen Skill-Point. Und danach ist so ein Soft-Cap, sag ich mal. Meilenstein erreicht, ja, du hast diesen Monat 3 von anderen Folge gestreamt angesehen und einen Zuschuss bekommen. Ja, genau, ich sehe, also kurz das Thema nochmal hier in dem Stream auch. Sag ich mal, wie das bei mir aussieht. Ich habe einen Stream-Manager auf dem zweiten Bildschirm offen, ja? Der sieht bei mir so aus. Da sehe ich halt hier oben Aktivitätsfeed. Da sehe ich auch zum Beispiel den Shoutout gestern. Aktivitätsfeed, Zuschauerserie. Aber hier, da ist einfach eine leere Nachricht. Deswegen sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Keine Ahnung, was sich Twitch dabei gedacht hat. Jedenfalls ist da eine leere Nachricht bei mir im Chat. Ja, du bist. Ja, also. Du bist in einem Mid-Skill-Bereich. Fast angekommen, ja. Also die Perks, die hier unten sind, werden halt tendenziell stärker. Also zum Beispiel ist Overwhelm sehr, sehr gut, wahrscheinlich auf dir dann, weil du wirst viel Initiative haben, deswegen auch Dodge, du wirst
wahrscheinlich auf Nimble gehen. Das heißt, du wirst eine leichte Rüstung haben, brauchst aber viel HP. Kriegst dafür aber weniger Damage auf HP. Genau, und mit Overwhelm kannst du Leute, wenn du zuerst dran bist, für den Rest der Runde Abzüge im Treffen geben. Und in die Richtung wird es bei dir dann wohl laufen. Ich habe noch keine Serien aufgebaut. Das ist gar nicht schlimm. Ich finde das Feature auch unfassbar useless. Das ist einfach nur wieder so ein Fear of Missing Out Trigger. Das ist einfach nur so ein Psychospielchen, damit du auch ja wirklich... Was? Warum denn nochmal? Achso, weil da zwei Goblin Raider waren. Das waren 7 und 10 aufeinander, alles klar. Ja, die Militia hat jetzt Bock. Also, mach dir darum keinen Kopf, dass das irgendwie noch nicht aufgebaut ist. Dodge plus Nimbus ist keine Synergie, aber ich nehme es auch gerne beides. Dodge plus Nimbus ist aber ein typischer Bild. Dodge plus Nimble hat ein bisschen Synergie, weil du mit Nimble willst du ja leichte Rüstung tragen und Dodge gibt dir Inni plus und die Inni wird dir reduziert, wenn du schwere Rüstung trägst. Also du hast bei beiden, glaube ich, eine ähnliche Einschränkung, wodurch du den besseren Bonus aus beiden rausholen kannst, wenn du es zusammennimmst. Ich glaube, das ist so der Punkt. Also es ist so ein bisschen implizit und da kommen... Rolls müssen eigentlich okay sein. Keine Ahnung. Code, keine Ahnung, da musst du Terry Trunk. Alter, was? Jo! Er kommt mal ran, ihr Barbaren. Ich habe ein Problem. Der kann nichts angreifen, weil er nur auf eine Ebene unter mir angreifen kann. Ja. Gehst schon mal da hinten wahrscheinlich hin. Ja, das Problem ist ein bisschen, also Thralls können nicht so viel, das Problem ist ein bisschen, dass ich einen Kultisten-Run mache und ich habe keine Range. Ich habe abgesehen von meinen 2 Range Melee-Waffen und meiner Peitsche 0,0 Range. Oh. Da sind ja noch Leute. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Dahin gehe, kann ich nicht mehr attacken. Ich habe keine Range. Ich habe auch keinen Range-Skill. Also selbst wenn ich Speere werfen würde, würde wahrscheinlich keiner davon treffen. Ich hatte auf allen unter 40 Range-Skill. Also, literally. Das ist alles zu schlecht. Wir haben, okay, hier haben wir 44, 38, 44, 35, 37, 36, 39, 44. Hier hätte ich es korrigieren können, wollte ich aber nicht, weil das schon niedrig war. 33, 33, 32, 35, 44. Das ist so der Beste mit. I'm not sure, wie will ich das hier spielen? Wenn ich hier an den Hund rangehe in irgendeiner Form, kann ich ja nicht mehr attacken. Aber ich glaube, ich werde an den Hund rangehen müssen. Wer ist das gerade, den wir hier haben? Das ist Ben. Ben hat, glaube ich, eine der wenigen richtig gute Rüstungen. Und wie gesagt, schon 49. Doch, du gehst daran. Range 115, Dude hat 3 permanente Modifier. Sad life. Du kannst das nicht machen. Kannst aber den übernehmen, denke ich. Einfach mal rausnehmen. So, da war dann Wuffy dran. Sagen runterhauen und Rufstellen. There go. Unser High Ground. Da will ich den eigentlich lieber hinlassen. Ich bin den Code da, um zu unterstützen. Du wartest, bis da jemand reingemoved ist. Siegfried zum Beispiel. Halt. Bin da. Ey! Bin dahin, denke ich. Du sollst dahin. Du hast gute Rüstung, Sono. Du kannst, glaube ich, mal da mitten rein in alles. Traumatized, broken knee und weak heart. Also ist er jetzt immer als letztes dran, aber trifft trotzdem alles. Ja, du musst ja mit dem eh warten, bis alle dran sind. Und daher ist ja sehr wenig ein Problem.
Wieso gehen wir jetzt nach oben, um da... Ich bin verwirrt. Achso, das war jemand anders. Entschuldigung. Ich bin wirklich verwirrt. Hallo, verwirrt. Ich bin Xan. Hä? Der will nach hinten runterlaufen? Moment, komme ich hier vorne nicht runter? Komm doch hier vorne runter. Wieso kann ich... Steht doch hier. 1, 2, 3. Warum kann er nicht runtergehen? Was ist das für eine Wegfindung? Der Fuck. Achso, weil ich hier nicht. Hier sind zwei, ne? Ja, da ist nur keine Ebene mehr, aber das sind zwei Höhe. Ugh. Müsste sich hier nach vorne runter, wenn dann. So, Overwhelm ist sinnlos geworden. Achso, bei dem ja. Logisch. Unibert. Du hast 30 Defense. Sehr schön. Mit dem müssen wir irgendwie mal hier nach vorne laufen wieder. Das ist sehr gut. Auch sehr gut. Ja, Speere sind immer, wollte sagen, Speere sind immer gemein. Weil die treffen meistens ganz gut. Aber machen zum Glück nicht so viel Damage. Ja, die ist ganz geil, das stimmt. Weil das ist immer was anderes, die hört man nicht so oft. Gegen die Brigands und so, die Kampfmusik hört man viel zu oft. Ah ja, du hast noch Bock da vorne, sagst du. Den da oben wirst du doch wohl machen, oder? Nehme ich den hier. False Attack. Einmal den Hund gepeitscht. Der Hund hat schon keine Lust mehr, der rennt. Der rennt auch. Gehen wir mal da rein. Ja, guck mal, Code wieder. Code wieder, der bricht die Moral der Gegner einfach. Einmal reingesteppt, drei Leute kriegen Angst. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Oh, die Greenskin-Musik hört man auch ständig. Greenskin-Musik? Ich habe die nicht ständig gehört. Aber du hast wahrscheinlich dann irgendwie als Late-Game-Crisis irgendwas mit Orks, vermutlich. 80. Impale him! Hey, come on! War das jetzt ein 9-Life-Trigger oder was? Was? Also, doch, die Long Axe ist schon ein bisschen geil. Muss ich sagen, die macht mich ein bisschen an. Die Peitsche aber auch. Also auf blanke Haut ist Peitsche einfach so geil. Und der hat noch nicht mal den Cleaver-Buff. Also mein Hund ist tot, deswegen kann ich keinen Hund setzen. Ich hab gerade gewundert, wo mein Hund hin ist. Hat es auch als Deck, ja genau. Und in deinem alten Map-Seed gab es kaum Orks. Das ist richtig. Durchaus. Ich hatte den Verdacht, den kriegt man nicht mehr. Ist aber nur... Oh, Moment. Ist aber nur so ein Gefühl. Armer Wuffi. Bin ein bisschen traurig, wenn ich Wuffis töten muss. Aber sie sind leider gegen mich. Und sie sind leider sehr loyal zu ihren Herrchen, was ihr Wuffis so schön macht, aber... Traurig und so. Ja, das kriegen wir eh nicht mehr. Jo. Bisschen Kram. Jetzt gibt bisschen Kram. Die Ancient Legion, ja, da habe ich noch was vor mir, Xan. Wollte nämlich, hier unten war ein Sklavenaufstand und da habe ich von dem Sklavenanführer gesagt gekriegt, hey, wir können auch tauschen, ne? Du lässt uns laufen und tauschst einfach ab und dafür verrate ich dir den Ort meiner alten Heimat sozusagen, ne? Da gibt's geilen Loot. Habe ich das hier gekriegt. Da sind Necro-Servants drin. Hab's einmal mehr kurz angeguckt. Das war suboptimal. Also, das war irgendwie Tag 20 und dann Necro-Servants. Das steht auf meiner Will ich irgendwann mal machen Liste. Das sind irgendwie diese Auxiliaries, Undead Auxiliaries und Necro-Servants. Das ist. Bah.
Ich weiß nicht, ich glaube ein Few. Also es ist nicht nur einer, glaube ich. Es sind, glaube ich, ein Few gewesen. Aber da brauche ich Netze für, glaube ich. Dann können die dich nicht wegteleportieren, ne, wenn ich Netze habe. 10 plus oder easy. Ach komm, Onyxan. Ich bin froh, wenn ich überhaupt überlebe. Oh. A shadow crosses over from behind. When you look back, Dago the Second is standing there with a rather distant look in his eyes. He cracks his knuckles and one long staccato before asking if he can train up Sean. You ask why, the brawler looks down at you, because he is weak. Show him how to brawl, toughen him up, see how long he can keep going. Okay, ich hoffe, das ist Ausdauer. Toughen him up ist wahrscheinlich Melee Defense. Show him how to brawl ist Melee Attack wahrscheinlich. Oh, das hier könnte auch, das könnte auch HP sein. Toughen him up. Ich nehme mal Toughen him up. Mach ihn mal ein bisschen härter. Ja, Hitpoints. Kaltes gains 3 Hitpoints. Sean the Kaltes suffer light wounds. The brawler is Sean stand completely still. Circus about the man cracking his knuckles as he sizes him up. Finally he lets his intention be known. I'm going to beat you until you break. About to happen, he sucks in a great gulp of breath and then nods. Dago the second wastes no time wielding a bowler punching right into the man's chest. Oh. Und doesn't kill you, make you stronger. Alles klar. Halt, ich wollte hier rein. No! Jetzt hat mich das Event abgelenkt. Because he is weak, hat mich unerwartet erwischt, ey. Das hat mich unerwartet erwischt. Because he's weak. Winfo. Oh, nee, das ist zu spät, oder? Nee, wir können noch. Erstmal eine Runde saufen. Außerdem einen neuen Hund kaufen. Der. Moment, warum gibt's hier? A strong and loyal Northern Hound. A strong and loyal Dog Breed of War. Die sind teurer. The War Dog, the War Hound. Die sind dann wahrscheinlich auch statwise ein bisschen besser, I guess. Statt die War Dogs. Ich hoffe. Ich hoffe. So, noch einen sollten wir jetzt nicht nehmen, wir haben ein bisschen wenig Geld. Anders ist nicht unbedingt besser. Das ist jetzt nicht das, was ich hören wollte. Wo ist denn mein Ben jetzt hin? Da ist Ben. Ben, du kriegst ein neues Hühnchen. Und wir machen auch die Rüstung dran. Zack. So. Wir sind nur irgendwie wieder nach Süden. Das ist ein bisschen das Problem bei der ganzen Karawane jetzt, die wir hier machen. Erstens kostet ein Haufen Geld, 130. Für 4 Tage sind wir irgendwie bei 400, 600, die wir ausgeben und kriegen 1400 nur. Das ist gar nicht so ein geiler Gewinn. Ich hatte gedacht, weil die mehr kosten, dann sind die auch besser. Aber sind die schlechter im Dodgen oder was? Aber machen mehr Damage oder so ein Scheiß. Das würde dem Spiel ähnlich sehen. Lungnistet. Hallihallo. Was geht denn hier? Damage, aber weniger AP. Okay. 98, what? Achso, und wir haben schon heute ein Gerücht gekriegt. Dass östlich von Weißenschacht auf den Ebenen, dass hier noch eine Location ist. Weiß nicht, ob sie die hier meinen, tatsächlich. Hellhole Crypt. Hoffentlich nicht. Also, some way, haben sie gesagt. Wortwörtlich. So, was haben wir hier? Was entdecken? Not far to the west. Könnte man schon machen, um einfach ein besseres Standing zu kriegen. Und eine Karawane, 1040. 3 Tage nach Südwesten. Nehmen wir einfach das wieder, glaube ich, zurück. Glaube ich, das Beste tatsächlich, das Einfachste.
Keine Kultisten. Sonst ist hier, glaube ich, nicht viel zu tun. Das ist zu teuer. Den Billigkram können wir auch bei 17 raushauen. Und nicht mit uns rumschleppen. Wie lange hält unser Essen noch? Du hältst nicht mehr lange und ihr haltet auch nicht mehr lange. Wir haben jetzt null Essen, das ist mir bewusst. Ein Essenssteak werden wir, glaube ich, trotzdem mitnehmen. Wenn sie dann nach Eisenstein gefahren sind, damit wir dann noch ein bisschen Essen haben, um in die Stadt reinzugehen. Ah, guck mal, apropos Ork, ein einzelner Ork-Marauder. Einer. Literally ein Ork-Berserker. Ich glaube, der wurde schon ein bisschen dezimiert. Und Barbaren. Thralls, Reavers, Warhounds. Reaver waren die Stärkeren, ne? Reaver waren die Stärkeren. Eventuell muss ich mal hier wechseln, oder? Ihr findet das, glaube ich, doof? Nee. Ich glaube, für euch ist noch okay, da in Reserve zu sein. Koch, bestes Retinue. Ja, muss ich irgendwann nochmal dazu kommen. Das war für HP-Regeneration. Ne? Da brauche ich aber erstmal Geld und dann muss ich die 8 unterschiedliche Essensvarianten kaufen. Aber wir können mal im Windfall reinschauen. Ah! Thrall, Reaver, Chosen Leader. Ja, ich sag ja. As you walk along the road, a throng of wrecked-looking men speed past you. They clear off the path and jump down into the embankment and hide behind a wall of bushes. With the shrubbery still swaying, another group of men soon appears. Before the first man even speaks, you already know what's coming. Apparently some laborers had agreed in union to abandon a project over what the pursuing overseers simplify as issues. They ask if you have seen these ne'er-do-wells. Verraten wir die Peasants oder nicht? 12 Chosen ist auch nicht lustig. Du hast da ein bisschen mehr reingegrindet als ich, Xan, was das angeht, zumindest in den einzelnen Spielstand. Verraten wir die Peasants oder nicht? Das ist, glaube ich, nicht unser Business. Wir sind Duff-Cool-Kultisten. Sollen sie mit den Peasants machen, was sie wollen? Ist mir doch wurscht. 50 Kronen, danke. Ey, da kommen 7 Ork-Marauders. Ich glaube, das ist unser Fight. Erstmal nochmal kaufen. Ja. Können wir noch Hunde vorher kaufen? Hunde vorher kaufen. Hier gibt es noch einen Apprentice. Wie sieht denn unsere Ausrüstung aus? Ein bisschen bessere Ausrüstung könnte man schon noch haben. Halt falsch. Weaponsmith. Maligan Slayer. Wir haben, Moment, wir haben sogar noch jemanden, der den... Nee, wir haben den... Nee. Das müssen wir so machen, weil du hast die bessere Rüstung. So. Würde ich sagen, irgendwie so. Wobei, ne, gegen die. Damit. Ich habe seit 2 Wochen kein Battle Brothers mehr gespielt, aber du hast trotzdem in einen einzelnen Spielstand deutlich mehr Zeit gesteckt. Glaube ich, in einen einzelnen Spielstand schon deutlich mehr Zeit gesteckt. Ja. Armorer gibt's auch noch. Alter, Named Helm. Minus 16? Für 300? Ist das gut? In Johnny Goldfinger NW versunken. Das klingt nach einem Buch und nicht nach einem Spiel. Ist das ein Buch? Wenn ich für 9. Wir haben kein Geld aktuell, sowas Fettes zu kaufen. Oh, das Kite-Shit wäre in dem Fall geil, weil wir genug Ausdauer haben, weil es viel mehr. Viel länger hält. Ansonsten haben wir das Problem mit dem Köpfchen. Die Köpfchen sind nicht so gut geschützt. 80er. Wir haben, glaube ich, noch ein paar mit 20ern oder sowas hier. Und Frontline. Ne, du nur mit 50er. Ansonsten haben wir sogar ein paar gute Köpfchenschützer hier. Du bist ein 45er, du sollst ja eh drauf gehen, Kuni-Wert. Dich wollen wir ja in die Orks reinwerfen, wobei die dann halt übel confident werden. Das ist eigentlich das Problem daran. Die Orks aber an der Stadt vorbei dürfen, ey. Absolute Frechheit.
Some orc young, a few orc berserkers. Let's go. Silverhand und... Ach so. Den habe ich nicht verstanden. Ja. Orc Berserker. 7 sind's. 5 sehen wir. Also ein Orc Berserker haben wir mindestens noch. Und hier sind 4 Young zu sehen. Glaube ich. Ich habe halt die Übermacht zahlenmäßig. Ja, das ist sogar geblockt hier. Ich würde mal kurz abwarten. Normalerweise chargen sie einfach rein. Oder komme ich zumindest ein Stück näher ran. Code müsste eigentlich ein bisschen blocken dürfen. Wenn wir hier Leute davor platzieren natürlich. Würde ich sagen. So. Der wird halt reinchargen nächste Runde. So, die Seite deffen. Du bist Sono. Machen wir das mal so. Ja, ja, ja. Vorbereiten alles für nächste Runde, ja. Also es geht ja noch nicht wirklich rund. Hier nochmal den so. Bei nächste Runde rennen die komplett auf uns drauf. Ob wir wollen oder nicht, nächste Runde machen die Party. Warhound wollen wir nicht haben. Du wartest einfach nur. So, Dego macht noch Spearwall da. So, jetzt geht's gleich rund. Hätte ich gedacht. Lol hat sein eigenes erstmal geknüppelt. Der hat erstmal sein eigenes geknüppelt. Alles klar. Da hätte ich ja keinen Bock als sein Partner da. Neben ihm, Partner in Crime und so. Berserker ist schwierig. Boah, hat er eine Unhold-Rüstung? Er hat so eine komische Knochenrüstung an. Warte mal ab. Die näher rankommen. Schade. Ich dachte, wir können einfach dann killen, aber... Sieht irgendwie schlecht aus insgesamt. Die halten viel zu viel aus für meinen Geschmack. Und ich treffe sie nicht mit 50ern. Ich treffe sie ganz und gar nicht mit 50ern. 74er, ich treff's halt nicht, Mann. Das RNG ist jetzt aber auch... Ich wollte den halt wirklich rausnehmen, aber... Nope. Sind Bögen gut, gegen Warriors sind Armbrüste besser. Okay. Fuck, du hast einen Zweihandflail, ne? Machen wir das mal so, davon, dass du nicht ransteppen darfst. Wir hoffen, dass du nicht ransteppen darfst. 32. Machen wir mal dich mal ein bisschen blutend. Das ist sehr geil. Da hast du nämlich keinen Bock mehr so richtig. 55, 50. Der war nice. So, können wir dich jetzt hitten ordentlich? 55, 75. Ach, schade. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, weil da kann er, glaube ich, nicht direkt hinschlagen, weil er keine Range hat. Ich gehe mal lieber so, falls er irgendwie so einen Split machen kann über zwei Range oder sowas. Dann wollen wir das ja nicht. Au, gestunt. No! Oh, au! Das Damage machen sie leider sehr, sehr gut. So, machen wir den down. Siegfried, was hast du denn für eine Rüstung? Wir treffen mal lieber ein bisschen. Würde ich sagen. Und du wechselst mal hier unten mit.
hat seinen eigenen kaputt geprügelt. Der hat mir kein Damage gemacht und seinen eigenen mit seinem Rundumschlag gekillt. Oh, nice, ey. Never mind, was ich zum RNG gesagt habe. Holy shit. Aber kriege ich aber dann auch kein Loot, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Vollmar. Ah doch, du hast schon ein bisschen Defense. Du kannst daran steppen, würde ich sagen. Oh, getroffen. Ja, ist das denn scheiß Ernst? Der geht halt jetzt nur auf das? Ach. Und ihr wollt nicht helfen, oder was? Erstmal Arterie gecuttet, finde ich gut. So. Hier unten die Moral stärken. Wie viel Defense hast du? 29. Step mal ran, damit wir überhaupt jemanden dran haben. So, und dich swarmen wir jetzt mal ein bisschen hier oben, damit du hoffentlich stirbst. Das ist schon mal ein guter Hit. Aua. Das kann wehtun. Hm. 1, 2, 3. Ich komme gerade so noch ran, oder? Ja. Blute, du Sau. Sehr gut, kein Hit. Kein Hit, kein Hit. Du verteidigst dich mal, weil du blutest. Und dich schlitz mal auf. Sehr schön. Sehr schön, das sieht richtig gut aus. Und Orksang haben gefühlt 5 Resolve. Ah, weiß ich nicht. Ja genau, geh auf den. Der hat keine Shield Wall. Offensichtlich ist das das bessere Ziel. Ja, 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 ja. Genau. Jetzt wirst du eingekesselt da unten. Saubratzen. Dass ihr meine schöne Karawane einfach angreift, wo der ich einfach nur nach Süden reisen wollte. Aber es ist XP. Von daher. P mit, wobei ein bisschen Verletzung haben wir gekriegt. Du wartest mal, bis er schön eingekesselt ist. Und vor allem, bis er keinen Shield mehr hat. Bats. Bats, Bats. Jawollo. Hallo, meine kleinen Ork-Freunde. Gebt mir euren Loot. Let's go. Gab's irgendein Level Up? Nope. Aber wir können hier mal tauschen. Lego, der Brawler, wird mal ausgetauscht mit dem hier. Mit Dorsten. Wenn ein Berserker einmal auf zum Hitten kommt, dann hört er nicht mehr auf. War ja kein Berserker. Achso. Ja, hier, coming from one of the wagons. Wer bist du? Es wo einem Grimwald von Perowinger auf Haus Perowinger. Ich sag mal so, für die Leute, für die wir gerade die Quest machen, ist es uns eigentlich egal. Wir wollen ja eh wieder nach Süden. Wir haben die Quest nur genommen, um nach Süden zu gehen. Aber wir müssten jetzt, glaube ich, gegen die Karawane fighten. Hätten dann halt das... Stadt, glaube ich, nur, weil wir das nur für die Stadt gemacht haben. Hätten wir die Stadt gegen uns, ganz oben rechts. Ich habe keinen Mansplitter. Achso, habe ich es gerade gelootet? Hm. Ich glaube, ich würde das nicht mehr machen. Mal sehen, was passiert. This better be worth it. I hold you to your promises once I've freed you. You spit and clear your throat, then you quickly clear your sword of its sheath and strike the caravan guard down. Dago the second, the brawler sees this and quickly barks out an order for the rest of the spurious workers to follow suit. There's a brief confused carnage, the caravan guards unsure of what's going on, the man set upon them. Bring the prisoners, he thanks you profoundly, then tells you to lead the way. Once we get to Wolfenburg and they see me lively and grinning face, you will be washed in crowns. Okay, Wolfenburg.
Wo ist denn Wolfenburg? Return Grimwald Paragon safely to Wolfenburg in the southwest. Ah, Wolfenburg da. Okay, let's go. Dann Wolfenburg. Minus 34 Fatigue oder so. Achso, hier, das ist der Mansplitter. Ja, minus 34 Maximum Fatigue. Hat aber auch 90 bis 120 Damage, also. Ist schon, also der Damage ist halt schon insane, aber ja. Es ist halt ein fucking Mansplitter und extra Fatigue of Skills, also. Wenn da nicht irgendwie 200 Fatigue und Iron Lungs und sonst was alles hast, was Fatigue verbessert, bist du einfach nur ein Sack. Ich muss mal kurz gucken, ich habe ein Problem mit Essen. Muss man in Fuchsheim noch Essen mitnehmen. Das kann ich hier nicht richtig ankommen. Kann ich bei euch Essen kaufen? Ich kann bei euch Essen kaufen. Kurz einen halbwegs okayen Preis. Mal so. Wolfenburg it is. Einfach querfeld ein. Muss ich noch irgendwas reparieren eigentlich? Ich glaube, die Sachen lohnen sich schon zu reparieren, ne? Berserker Chain minus 30. Two-Handed Flail. Mhm. Reparieren lohnt sich, aber benutzen lohnt sich irgendwie gar nicht. Würde ich behaupten. Mal sehen. Ich glaube, ich hätte vorher irgendwie 1000 Pi mal Daumen glatt gekriegt, ne? Für die Karawane an sich. Mag uns natürlich hier oben Lugnistead oder was das war, nicht? Schon logisch. Mal sehen, was wir jetzt dafür kriegen. Ob es jetzt mehr ist oder weniger. Ich meine, wir kriegen jetzt auch keine Rationen mehr an so ein Kram. Dass wir den Inhalt der Karawane, also sonst kann ich nichts mit transportieren, finde ich schreck. So, jetzt bin ich mal gespannt. 3000 Kronen. The relationship to House Perowinger improved. But you get a quick refreshment to keep your place in society. A very heavily armored guard hands you your reward. Even though you rescued one of their bloodline, it appears House Perowinger wants no part in talking to you himself. It is what it is. Aber 3000 ist... Holy! Das war's wert. Das war's schon wert. Darauf erstmal anstoßen, ey. Holy Macaroni, das sollte man häufiger machen. Wenn man sich's leisten kann mit dem ursprünglichen Auftraggeber. 17 ist gar nicht so ein geiler Preis, sollte nicht alles verkaufen. Alles klar. Aber hier gibt es gute Rüstung für einen sinnvollen Preis. 1300 für eine 1000er Rüstung ist ganz okay. Ich glaube, eine von den schweren. Kann ich für eine schweren Rüstung, kann ich glaube ich eine tragen auf einem von meinen Jungs, oder? Du hast schon eine 130er und hast 80 Fatigue. Sono könnt ihr auf jeden Fall tragen und dann können wir die andere weitergeben. Da will ich Sono glaube ich mal eine 150er Rüstung kaufen, tatsächlich. Damit er das. Gut tanken kann da vorne. Weil er soll auch irgendwann Battleforge werden. Der braucht noch einen besseren Helm, by the way. So ist die Frage, wem geben wir die minus 14 Fatigue-Rüstung? Hier nicht. Kunibert the Beggar, die bestimmt nicht, auch wenn du inzwischen ganz gut Ausdauer hast. Ich glaube, sonst haben wir vielleicht eine Ausdauerproblematik bei den meisten Leuten. Ben hat noch mit die höchste Ausdauer. Oder dann Yushka. Yushka hat wenig Defense. Und Danjushka. Doch, Danjushka ist auch ein Kultist. Bam, 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 bam. Keine Ahnung, Mann. Dem Bäcker will ich es eigentlich nicht geben, weil der soll ja sterben. Was übrigens gegen die Orks auch nicht funktioniert hat. Ich habe den irgendwie nicht reingeschickt gekriegt. Kann ich eigentlich mal das hier wegnehmen? Der soll ja sterben. Soll ja kein Schild noch verwasten. Sechs mehr Abzug. Ja, dann eigentlich nur Siegfried. Siegfried mit 78. Der bleibt dann auf über 70 und dann kriegst du das, weil du mit einer Frontline stehst und du kriegst auch was zum Anziehen, damit du hier nicht nackig rumläufst. Hier hast du noch was zum drüberziehen. Die Frage ist, was du überhaupt... Backline wahrscheinlich, weil du hast absolut keine Hitchance aktuell. Absolut keine Hitchance. Aber nicht noch einen Speer? Ne, wir haben keinen Speer mehr. Dammit! Zankul hat es nicht angeordnet, nee. Aber der hat ganze 24, der hat mit 20 Resolve gestattet.
Und er bettelt mich immer regelmäßig an um mehr Kronen. Die blöde Sau. Damit hat er es sich verdient. Und da ich irgendwie das Duffcool-Event nicht kriege, wo ich Leute opfere, wo ich denen sehr gerne zum Beispiel opfern würde. Und langsam habe ich einfach zu viele Leute und ich glaube, ihn in Rente schicken ist mir zu teuer. Und eigentlich ist die... Nee, stimmt gar nicht. Der soll sterben, weil er eine permanente Verletzung haben soll. Um dann ihn in Rente zu schicken, um den Chargen freizuschalten. Das ist der eigentliche Plan. Ich bin ja kurz auf Toilette.